Nächste Aufgabe zu Baumdiagrammen, in diesem Fall mit zurücklegen von Herrn Brinkmann. Die Aufgabe, der Text ist auch unter dem Video bei oberprima.com verlinkt. Und hier steht schon mal meine Zusammenfassung sozusagen, mein Auszug. Der Schülerrat eines Berufskollegs besteht aus 3 Schülerinnen und 2 Schülern. Und es wird ausgelost, wer in diesem Jahr Vorsitzender und Stellvertreter wird. Zuerst wird der Vorsitzende und dann der Stellvertreter ausgelost. Oder jeweils die Stellvertreterin. Denn jetzt sollen wir ein Baumdiagramm zeichnen und die Ergebnismenge S angeben. Und die Unterscheidung bei den Schülerinnen ist nicht der Name oder sonst irgendwas. Ja, die sind ununterscheidbar, sondern es geht hier tatsächlich um die Geschlechterverteilung im Rat. Denn wir haben hier eigentlich im Prinzip wieder einen Sack mit 3-mal weiblich und 2-mal männlich. Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Man hätte auch so einen Sack nehmen können hier irgendwie und dann so. Das finde ich gut, das mache ich jetzt. Normalerweise macht man das schön hier mit dem männlich-weiblich, aber ich habe das schon ganz am Anfang in dem ersten Beispielvideo dazu, haben wir auch schon Symbole gehabt. Deswegen, man kann das natürlich auch mit Symbolen machen, wenn man da Spaß dran hat oder wenn man den Spaß dadurch erhöhen kann. Gut, also, jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht denn der das Baumdiagramm eigentlich aus für diesen Zufallsversuch. Und wir haben hierbei natürlich 2 Ausgänge einer jeden Stufe. Zuerst in der ersten Stufe wird der Vorsitz gewählt und in der zweiten Stufe wird dann der Stellvertreter gewählt. Oder die Stellvertreterin, Vorsitzender oder Vorsitzende. Gut, also jetzt können wir natürlich sagen, wir haben hier weiblich und männlich und männlich und weiblich und männlich. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen durcheinander gemacht, weil nach oben geht in diesem Baumdiagramm immer das W und nach unten geht das M. Das darf man natürlich auch gerne umkehren, dass das M nach oben geht und das W nach unten, aber das wäre ja in dem Bezug dieser Symbolik hier auf jeden Fall dann ganz knorke, wenn man sich das darüber merken kann, dass das eine in die eine und das andere in die andere Richtung geht. Aber ist in diesem Fall auch Schnurzpiephahn. Jedenfalls sollen wir jetzt die Geschlechterverteilung, die haben wir jetzt hier drin stehen, dieses hier ist das Ergebnis WW, dieses hier ist WM, dieses hier ist MW und dieses hier ist MM. Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit zwei Frauen, einen Vorsitzende und eine Stellvertreterin, eine Vorsitzende und ein Stellvertreter, ein Vorsitzender und eine Stellvertreterin und jeweils ein komplett männlicher Vorstand oder Rat, ja, Schülerrat. Also männlicher Vorsitzender und männlicher Stellvertreter. Gut, jetzt haben wir genug Political Correctness geübt, wobei W natürlich eigentlich auch für Schülerin stehen kann und M für Schüler. Aber das soll es dann jetzt auch dazu gewesen sein. Ich verabschiede mich für dieses Video und komme aber natürlich wieder mit neuen Videos.